Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Cyberkriminelle haben einen E-Mail-Server des FBI gekapert. Anschließend verschickten sie über 100.000 Spam-Mails mit einer Warnung vor einem Cyberangriff. Inzwischen hat sich eine Person mit dem Namen Pompompurin gemeldet und gibt an, die Aktion als Hinweis auf eine schwere Coding-Lücke beim FBI ausgeführt zu haben. Über das Law Enforcement Enterprise Portal war ein illegaler Zugriff auf das E-Mail-System des FBI möglich, da bei der Registrierung eines Nutzerzugangs ein Passcode im HTML-Code der Website weitergegeben wurde. Pompompurin reichte ein kleines Skript, um über diesen Mechanismus tausende Mails über das FBI-E-Mail-System zu versenden. Diese Möglichkeit ist seit Samstag nicht mehr gegeben, da das FBI diese Funktion abgeschaltet hat. Der Digitalverband Bitkom wendet sich mit einer Forderung an die momentanen Ampelsondierer SPD, Grüne und FDP. Die mögliche neue Bundesregierung solle ein einklagbares Recht auf digitale Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger ins Auge fassen. Bitkom-Präsident Achim Berg sieht darin die Möglichkeit einer kontinuierlichen und barrierefreien Bildung der Menschen im Land. Nicht nur die Schulbildung solle weiter durch Digitalisierung geöffnet werden, sondern auch die Hochschulbildung und Weiterbildungsangebote für ältere Menschen. Kurz, das lebenslange Lernen. Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer darf in Israel nun auch Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren verabreicht werden. Das entschied das Gesundheitsministerium am Sonntag. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte bereits Ende Oktober eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren erteilt. Die Hersteller gaben die Wirksamkeit für die Altersgruppe zuletzt mit knapp 91% bezogen auf symptomatische Erkrankungen an. Microsoft hat den nächsten Patch für das neue Windows 11 Betriebssystem vorbereitet. Dieses Update behebt unter anderem einige Darstellungsfehler der Oberfläche, Probleme mit Bluetooth Audio, mit 32-Bit-Apps sowie mit Druckern. In der langen Liste der Fehlerbehebungen versteckt sich aber auch eine kosmetische Änderung. Die berüchtigte Fehlermeldung nach einem Absturz des Betriebssystems ist künftig wieder blau. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.